Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, mit dem Bolero von Maurice Ravel, gespielt von der 4. Klasse auf Schrottinstrumenten, darf ich Sie im Namen des Kollegiums zu unserem Schulfest recht herzlich begrüßen, das dieses Mal ganz unter dem Motto Umwelt steht. Ein besonderer Willkommensgruß gilt unserem Verbandsbürgermeister Axel Wassel. Der nachher unseren Barfußpfad einweihen wird. Olle! Eine schwierige Variation wäre Fragestein, Projekt Umwelt und Natur, Projektwoche in der Grundschule Essingen. Was haben Sie mit Ihren Schülern gemacht? Also wir sind zuerst in den Wald gegangen, haben dort ganz viele Sachen gesammelt und sind mit den Sachen hierher gekommen und haben den Barfußpfad gebaut, der nur aus Naturmaterialien besteht. Ja, liebe Eltern und vor allem natürlich liebe Kinder der Grundschule Essingen, ich freue mich im Namen der Ortsgemeinde hier Sie begrüßen zu dürfen und freue mich ganz besonders dieses besonders umweltträchtige Projekt dieser Projekttage hier für Sie mit enthüllen zu dürfen. Danke schön an alle Kinder, die hier mitgearbeitet haben. War ja ganz schön viel Arbeit. Wir waren alles dabei bei dem Projekt. Meldet euch mal. Oder kommt mal zu mir. Toll habt ihr das gemacht. Ganz prima habt ihr das Viele Wege zum Thema Umwelt sind auch unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen gegangen und haben sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Umwelt auseinandergesetzt. Da wurde zum Beispiel die Umwelt von Tieren erforscht, man erkundete die kulturelle und geschichtliche Umwelt, man setzte sich mit Umweltschutz und Recycling auseinander. Man verfolgte den Weg vom Korn zum Brot. Ernte, früher und heute. Davon handelt auch unser nächster Beitrag, den wir jetzt von der 2. Klasse hören und sehen. Hey Joe, was ist denn los?
Komm raus aus den Federn, Zeit für die Feldarbeit, Erntezeit. Ich komm ja schon. Sind da heiß, ich möchte heute kein Bauer sein. Es gießt und gießt, es ist so nass, Feldarbeit macht so keinen Spaß. Sehen den Bauern an und fragen sich, wer ist der Mann? Den Bauern ist das ganz egal und Pferden mag und auf den Stall. Stein, Cassandra, du musst schon über das Graue halten, weiter nach vorne. Du hast doch lange Arme. Bleib sitzen und magst du lang nach vorne. Am besten steckst du ein, Alexandra. Aber jetzt ist gut in deine Hosentasche. Ja, ich konnte nicht rausgehen, ich habe nichts von mir. Die ständige überreichliche Verfügbarkeit von Lebensmitteln lässt uns oft vergessen, welche Mühe es verursacht, um zum Beispiel Brot zu backen. Zuerst legt der Bauer Hand an das noch nicht vorhandene Brot, sprich Hand an das Getreide, dann der Müller und zum Schluss der Bäcker. In diesem Projekt, das von Frau Rehm geleitet wurde, ihre Familie betreibt übrigens eine Mühle, lernten die Kinder Brot zu schätzen und den Genuss nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Was aus Getreide alles werden kann, war ein weiterer Wissensschritt für die Kinder. So, ich darf hier vor der Kamera Frau Rehm begrüßen. Sie hat die Projektleitung. Vom Korn zum Brot, so der Weg ist das, ne? Ja. Wobei man hier auch sagen kann, der Weg ist das Ziel. Ja, auf jeden Fall. Unser Ziel sieht man ja, das haben wir dann ja, auch erreicht. Das ist schon ein leckeres Brötchen, was hier liegt. Ja, so ein Fladenbrot, das ist ein Vollkornbrot. Und dann haben wir noch so süße Brötchen für die Kinder gebacken, die sie gleich essen durften. Da vorne sind noch so die Reste. Ja, da haben sie sich gleich drauf gestürzt, ne? Ja, natürlich. Aber wenn man arbeitet, braucht man ja auch gleich irgendwie... Braucht man Power. Power und Belohnung natürlich auch. Ja. Ne? Ja. Okay, fangen wir vielleicht gerade mal beim Korn an. Ja. Weil das wächst gewöhnlich zuerst. Das wächst zuerst, ja. Ich komme aus der Mühle und von daher war das für mich ganz logisch, das Projekt da zu machen. Also wir haben uns am ersten Tag mit den Kindern verschiedene Getreidesorten angeguckt, haben Getreidekörner durchgeschnitten, geguckt, wie es da innen drin aussieht. Und haben auch so Bildergeschichten gesehen, wie das funktioniert, vom Säen bis, also übers Ernten bis zum Brotbacken, wer da alles mitarbeitet. Das war so der erste Tag, immer ein bisschen unterbrochen mit Rätseln, Kreuzworträtseln, Suchseln und so alles Mögliche. Der zweite Tag war ein Wandertag dann in die Mühle in Edesheim. Da gibt es eine alte Mühle, die mit Wasserkraft betrieben wird. Die Zutaten waren vorhanden, aber sie wollten auch noch zu schmackhaftem Essen verarbeitet werden und da haben die Götter vor den Erfolg den Schweiß gesetzt. Es gab schließlich Vollkornbrot, süßes Brot, herzhafte Brötchen und überall wollten und mussten die Kinder auch probieren. Die fachmännische Meinung war schließlich einstimmig. Schmeckt. War eine gute Idee. Hallo. Und schmeckt? Ja, es schmeckt, danke.